Moderne Anlagen auf dem neuesten Stand der Technik prägen heute wieder das Chemiedreieck um Halle. Hier in Wolfen, Bitterfeld, Schkopa und Leuna wurde europäische Industriegeschichte geschrieben. Nach der Wende drohte das aus. Eine politische Grundsatzentscheidung, die Milliarden kostet, rettet die Region. Es geht allmählich wieder aufwärts. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts beherrschte die deutsche Farbstoffindustrie den Weltmarkt. Während die großen Kolonialmächte natürliche Rohstoffe zur Farbstoffherstellung nutzten, machten deutsche Firmen aus der Rohstoffnot eine Tugend. Sie entwickelten in ihren Labors künstliche Farbstoffe aus Teer. Die Wiege der modernen Großchemie stand an Rhein und Main. Die Farbenfabrik Bayer, die badische Anilin- und Sodafabrik und die Farbwerke Höchst. An der Spitze von Bayer Karl Duisberg. Der zweite führende Mann der chemischen Industrie, Karl Bosch in Ludwigshafen. Ende des 19. Jahrhunderts werden auch in Mitteldeutschland bei Wolfen und Bitterfeld große Chemiewerke errichtet. Ergiebige Braunkohlevorkommen, preisgünstiges Bauland und niedrige Löhne sind für die Bauvorhaben entscheidend. Bitterfeld entwickelt sich zu einem Zentrum der Elektrochemie. In Wolfen werden Farbstoffe produziert und ab 1909 auch Filme. Ludwigshafen um die Jahrhundertwende. Karl Bosch und Fritz Haber arbeiten an einem Verfahren zur Herstellung von künstlichem Dünger. Der Bedarf ist groß. 1913 gelingt im Werk Oppau bei Ludwigshafen der Durchbruch. Eine Weltsensation. Im Drehrohrofen wird unter Hochdruck Ammoniak hergestellt. Ein Fortschritt für die moderne Landwirtschaft. Auch das Militär zeigt Interesse am Haber-Bosch-Verfahren. Ammoniak aus der Hochdrucksynthese eignet sich nicht nur als Dünger, sondern auch als Ausgangsmaterial für Schießpulver und Sprengstoff. Britische Seeblockade im Ersten Weltkrieg. Für die Munitionsherstellung wird vor allem Salpeter aus Chile benötigt. Doch der Seeweg ist versperrt. Auf deutscher Seite wird das Pulver knapp. Karl Bosch verspricht dem Kriegsministerium die Lösung des Salpeterproblems. Im Dorf Leuna bei Merseburg wird ab 1916 ein Ammoniak-Synthesewerk errichtet. Fern vom Kriegsgeschehen kann man hier die großen Braunkohlevorkommen nutzen. Über 12.000 Arbeiter sind im Einsatz, um den Bau in kürzester Zeit fertigzustellen. Künstlicher Salpeter muss her, damit den Kanonen an der Front die Munition nicht ausgeht. Die chemische Industrie gewinnt eine Schlüsselrolle in der Kriegswirtschaft. Weitere Hochdruckanlagen entstehen. Das weiße Pulver hilft, den Krieg zu verlängern. Gewinnen kann Deutschland ihn nicht. Der Krieg ist zum Stellungskrieg erstarrt. Die oberste Heeresleitung sucht nach Mitteln, um Bewegung in die Front zu bringen. Fritz Haber entwickelt eine grausame Waffe, Giftgas. Beim ersten Einsatz nahe Ypern sterben im April 1915 über 5000 französische Soldaten. Trotz aller militärischen Anstrengungen geht der Krieg verloren. Der deutsche Kaiser muss abdanken. Die Sieger diktieren in Versailles einen harten Frieden. Auch die deutsche Chemieindustrie steht vor dem Ruin. Ihre Patente und Warenzeichen werden beschlagnahmt und die Werke in Ludwigshafen und Leuna sollen im Zuge der industriellen Entwaffnung Deutschlands demontiert werden.
Karl Bosch bietet den Franzosen als Reparationsleistung den Bau einer Ammoniakfabrik in Toulouse an und rettet damit Leuna. Kurz nach Kriegsende steigt die Produktion im Leuna-Werk wieder. Die Arbeiter haben davon wenig, ihre Reallöhne sinken. Mit großen Streiks verleihen sie ihren Lohnforderungen Nachdruck. Im März 1921 besetzen linke Splittergruppen das Werk. Eine Woche später stürmt die Schutzpolizei das Gelände. Mindestens 31 Arbeiter werden erschossen. Im Januar 1923 besetzen französische Truppen das Rheinland. Deutschland war seinen Zahlungsverpflichtungen nicht pünktlich nachgekommen. Karl Bosch erwägt die Verlagerung der Werke nach Mitteldeutschland und erklärt: Ich will aus Leuna eine Hochburg der Technik machen. 1925. Die Spitzenfirmen der deutschen chemischen Industrie erwägen einen Zusammenschluss. Man hofft, den Wettbewerb beschränken und die Gewinne maximieren zu können. Karl Bosch gelingt es, eine Mehrheit für die große Fusion zu gewinnen. Er wird Vorstandsvorsitzender der Interessengemeinschaft Farbenindustrie. Karl Duisberg wird Aufsichtsratschef des neu gegründeten Großkonzerns. Teerfarben aus den Fabriken der IG Farben werden weiterhin in alle Welt verkauft. Doch diese Sparte verliert an Bedeutung. Die Hälfte des Umsatzes wird jetzt mit Produkten aus modernen Hochdrucksyntheseanlagen erzielt. Es gab eben die Gruppe der Hochdrucktechniker, die groß geworden waren durch die Nobelpreiserfindungen der Stickstoff aus Luft und daraus Salpetersäure. Einerseits Düngemittel, andererseits Sprengstoff für den Ersten Weltkrieg. Und die andere Seite waren die Leute, die Benzin und Öle und alle möglichen Sachen aus Kohle machen konnten. Und alles war unter Hochdruck. Dagegen stand die bewährte ältere Gruppe der Chemiker und Kaufleute, die eben vor dem Ersten Weltkrieg international viel Geld verdient hatten. Und die wollten diese Möglichkeit erhalten. Die IG demonstriert ihre Größe mit einem imposanten Verwaltungsneubau in Frankfurt am Main, der 1930 eröffnet wird. Der Konzernumsatz in dieser Zeit etwa 1,7 Milliarden Reichsmark. Nur die Vereinigten Stahlwerke erzielen einen höheren Umsatz. Fast 155.000 Menschen sind bei der IG in Deutschland beschäftigt. Die Exportquote des Konzerns liegt über 50%. Damit gehört die IG zu den größten Konzernen der Welt. Experten hatten die baldige Erschöpfung der Erdölvorräte vorausgesagt. Benzin und Schmierstoffe aus Kohle herzustellen wird zum Gebot der Stunde. Die mitteldeutschen Braunkohlevorkommen sind daher der Grundstoff für die nächste großtechnische Synthese der IG. Die Chemiker für das Projekt kommen überwiegend aus dem Stammwerk der BASF in Ludwigshafen. Neue Chemiearbeiter werden aus der Region angeworben. Viele hatten zuvor in der Landwirtschaft oder im Handwerk gearbeitet. Matthias Pier leitet die Unternehmung. Aus pulverisierter Braunkohle wird unter Zugabe von weiteren Bestandteilen Benzin gewonnen. Natürlich unter Hochdruck. Seinerzeit ein weltweit einzigartiges Verfahren. Bald fand sich auch ein Spitzname für die neue Leuna-Synthese: Pier-Brauerei. Große amerikanische Erdölgesellschaften wie Standard Oil sind an den Forschungen und Verfahren der IG überaus interessiert. Im Verlauf der Weltwirtschaftskrise fällt der Preis für Rohöl ab 1929 dramatisch. Die Herstellung von Benzin aus Kohle wird zu teuer. Karl Duisberg will das gesamte Projekt stoppen. Die Zukunftschancen des Leuna-Benzins, das über eine eigene Tankstellenkette vertrieben wird, sind höchst ungewiss. Aber das Unternehmen sorgt für seine Belegschaft. In Werksnähe werden Siedlungen gebaut. Die Arbeiterquartiere sind einfach. Zum Meisterhaus gehört schon ein kleiner Garten. Wir waren stolz, natürlich nachher, ja, dazu zu gehören. Das war klar. Man fühlte sich auch wohl. Es ging eigentlich auch gut. Bezahlung ging in Ordnung und so weiter. Und es war schon eine schöne Sache. Ja. Wir kriegten natürlich einen schönen Urlaub. Wir konnten im IG-Kaufhaus einkaufen. Und konnten in der IG-Kellerei unseren Wein bestellen und so weiter, alles solche Sachen. Es gab schon so verschiedene schöne Sachen. Es war ein gutes Arbeiten, auf alle Fälle. Und vor allen Dingen war man ja gesorgt fürs Alter. Ne? Man hatte die zusätzliche Versicherung. Oh Sonnenschein, viel
Der zeitgenössische Werbefilm verklärt die Begeisterung der IG-Mitarbeiter aber wohl doch ein wenig. Die IG gibt sich weltoffen und exportorientiert. Ihre Produkte sind rund um den Globus gefragt. Der IG-Vorstand steht der aufkommenden Nazi-Bewegung mit ihren Autarkiebestrebungen ablehnend gegenüber. Geworben wird auch für ein Produkt aus Dessau, Zyklon B. Das Gift wurde zur Schädlingsbekämpfung in Schiffen, Kasernen und Mühlen entwickelt. Schädlinge sehen dich an. Schädlinge bedrohen das Werk deiner Hände. Blausäure, die ja äußerst giftig ist, eignet sich zur Schädlingsbekämpfung ganz besonders. Hier ihre einfachste Anwendungsart. Man lässt sie von porösen Gipswürfeln aufsaugen, die dann in gewöhnlichen Blechbüchsen gasdicht verschlossen werden. Mit Blausäure durchgast man größte Betriebe ohne jede Gefahr für Mensch und Material. Die Fenster werden gasdicht verklebt. Die feindlichen Stellungen freigelegt. Hier sitzt der Feind, die Mehlmotte und ihre Larve. Gas! Gas! Jetzt geht es allem Ungeziefer zu Leibe. Selbst die Ratten können dieses Gas nicht vertragen. Kakerlaken und Schwaben haben die Waffen schon vorher gestreckt. Die Wirtschaftskrise nährt den Nationalismus und verschafft den Nazis Zulauf. In den Jahren vor 1933 stand die Firma den Nazis etwas misstrauisch gegenüber, hatte große Angst wegen der Autarkiepolitik der Bewegung, die IG von ihren Weltmärkten abgeschnitten hätte. Und das wäre natürlich für eine Firma, die 55% ihrer Gewinne aus dem Ausland 1929 verdiente, tödlich gewesen. Auf der Seite war es ganz klar, dass ein Sieg des Nationalsozialismus nicht im Interesse der Firma stand. Natürlich, es gab auch Affinitäten in der Zeit zwischen dem Antimarxismus der führenden Eliten in der deutschen Industrie und dem Adolf Hitlers und so weiter. Aber wenn man nur nach den wirtschaftlichen Interessen rechnet, was weitgehend der Fall war, dann hat man Misstrauen gegenüber dieser Partei und hat man sehr viel einer Regierung von Papen und anderen anvertrauter Kräfte bevorzugt. In den letzten Jahren der Weimarer Republik geht es für viele darum, überhaupt in Lohn und Brot zu kommen. Ausbildungs- und Arbeitsplätze in IG-Betrieben sind besonders gefragt. Mit 14 Jahren bin ich 1929 in die Schlosserlehre eingetreten, in Zeitz. 1932 hatte ich meine Lehre beendet. Zu der Zeit waren ja 6 Millionen Arbeitslose. Es gab auch, wie jetzt, wenn man ausgelernt hatte, ist man in das Heer der Arbeitslosen eingetreten. Und deshalb meldete ich mich zum Arbeitsdienst nach Bitterfeld. Ich kam dann nach Bitterfeld in Arbeitsdienst und als ich entlassen wurde 1934, habe ich Arbeit bekommen in der Filmfabrik Wolfen. In Leuna wird weiter aus Kohle Benzin hergestellt. Doch wie lange kann sich die IG die überaus kostspielige und unrentable Großsynthese noch leisten? Um herauszufinden, wie Hitler zur Mineralölsynthese steht, schickt Karl Bosch im November 1932 zwei Mitarbeiter nach München. Bosch ist erfreut zu hören, dass Hitler seine Pläne unterstützt. Dann ist der Mann ja vernünftiger, als ich dachte.
In der Tat passt die Hydriertechnologie gut zur Autarkiepolitik der erstarkenden Nazis. Wer vom Ausland und dessen Rohstoffen unabhängig sein will, braucht Ersatztechnologien, koste es, was es wolle. 1933 ist es soweit. Die schwache Weimarer Republik wird durch ein diktatorisches Regime abgelöst. Auch für die IG als zweitgrößtes deutsches Unternehmen gilt es, sich den neuen politischen Gegebenheiten anzupassen. Der führende Politiker des bürgerlichen Lagers, Franz von Papen, dessen Politik Bosch und Duisberg lange unterstützt haben, wirkt beim Pressetermin der neuen Regierung nur noch wie ein Erfüllungsgehilfe, der sichtbar ungern neben Hitler Platz nimmt. Ab natürlich Januar 1933 war es ganz anders. Die größte Firma im Lande musste eine gute Beziehung zu der Regierung haben in diesem Land, zumal das IG Farbens Benzinprojekt in Stocken geraten war und dass man auch ein neues Projekt für Buna ins Rollen bringen wollte. Und so aus diesen Gründen hat IG, sagen wir, Annäherungsversuche gemacht mit der neuen Regierung. 5 Mitglieder des Vorstands haben sich die Partei angeschlossen. Wachwechsel. 1935 stirbt Karl Duisberg. Er, der bis zuletzt auf Distanz zu den Nazis geachtet hat, erhält ein Staatsbegräbnis in NS-Gepränge. Karl Bosch beginnt zu ahnen, wohin Hitler das deutsche Volk führen wird. Nach dem Tod Duisbergs zieht er sich zunehmend ins Privatleben zurück. An die Spitze der IG treten jüngere Männer. Hermann Schmitz wird neuer Vorstandsvorsitzender. Der Vorstandsvorsitzende war Hermann Schmitz und er kam häufig in unser Haus. Er war mit meinem Vater Karl Grauch eng befreundet und die haben sehr gut kooperiert. Mein Eindruck war ganz dominierend der, dass soldatische Tugenden wie absoluter Gehorsam sehr hoch gehalten wurden. Sie betrachteten sich eigentlich von ihrer ethischen Grundhaltung her als Soldaten fürs Vaterland. Die Bereitschaft, sich selbst auch im Notfall zu opfern, aber auch Opfer von anderen Menschen zu fordern oder zu verlangen, stand sehr im Vordergrund. Das war eine große Härte und Kälte, die dahinter stand. Und die habe ich als kleiner Junge als beängstigend empfunden. Zu den neuen Männern an der Spitze der IG gehört auch Fritz Gajewski, der Direktor der Aqua Filmfabrik in Wolfen. Er ist zugleich für die mitteldeutschen Faser- und Farbwerke des Konzerns verantwortlich. Wie die meisten Manager der IG tritt auch Gajewski der NSDAP bei. Wenn man mal die Hierarchie von oben her betrachtet, da saß an der Spitze der Generaldirektor Dr. Gajewski, der wohnte in Leipzig. Wurde jeden Morgen mit dem Maybach abgeholt von seinem Chauffeur. Er war ein Mann, der ganz genau wusste, was er wollte und der auch die Fähigkeiten dazu hatte, sowas richtig in die Reihe zu bringen. Gajewski versteht es auch, den IG-typischen Belegschaftszusammenhalt weiter zu fördern. Hier in Wolfen ging man auf die Film oder in die Farben, wenn sie so die Leute gefragt haben. Auf die Film ging die. Und man bekannte sich sehr wohl zu seinem Betrieb, da gehörte man eben dazu. In der Farbenfabrik gab es mehr schwere Arbeit. Es wurden die Grundprodukte hergestellt, nicht nur für die Filmfabrik, sondern für die gesamte Chemie im mitteldeutschen Raum und auch im Export. Und in der Filmfabrik, lag der Schwerpunkt der Produktion im Wesentlichen in der Film- oder in der Faserproduktion. Und hier waren ausgesprochene Möglichkeiten, mehr Frauen zu beschäftigen. Es ging hier auch sauberer zu, wie in der Farbenfabrik. Man kann sich vorstellen, wenn man mit Farbe oder Farbstäuben zu tun hat oder gar mit Giften, da kann man nicht mit einem weißen Kittel arbeiten. Nicht nur bei der Aqua wird die Betriebsgemeinschaft jetzt ebenso gepflegt wie die Volksgemeinschaft. Auch beim größten mitteldeutschen Werk Leuna bringt man die Belegschaft auf Linie. Allen voran der Hydrier-Experte Heinrich Büttefisch. Er ist ein fanatischer Nazi und tritt 1933 der SS bei.
Vorstand und Aufsichtsrat der Interessengemeinschaft Farbenindustrie gehen bald konform mit der neuen Staatsführung. Der Rat der Götter gleichgeschaltet, ebenso die Werkzeitschrift. Eine Schlüsselrolle im Verhältnis zwischen IG und Regime spielt Karl Krauch. 1938 wird er zum Generalbevollmächtigten für die chemische Industrie ernannt. Und so ergab sich, dass ich 1936 durch den jetzigen Reichsmarschall Göring gerufen wurde zu den Arbeiten des Vierjahresplanes. Es wurde mir übertragen, in den damals gegründeten Rohstoff- und Devisenstab die Abteilung Forschung und Entwicklung. Wir hatten, wie es in der Berufung heißt, die Aufgabe, aus Rohstoffen, die uns in Deutschland zur Verfügung stehen, durch chemische Verfahren die Rohstoffe zu schaffen, die uns eben in Deutschland nicht zur Verfügung standen. In dem Aufgabe hatten wir uns zu widmen. Und ähnlich, meine lieben Volksgenossen, liegt es auch auf dem Rohstoffgebiet. Es werden in den nächsten Zeiten selbstverständlich neue Fabriken entstehen. Fabriken, in denen wir den eigenen Gummi machen. Fabriken, in denen wir aus Blechstoff, Faserstoffe eigene Kleider schaffen. In denen wir die Baumwolle dann nicht mehr brauchen, die uns heute Millionen von Devisen kostet. Vor allem aber unter allen Umständen unsere Rüstung zu vollenden. Je stärker wir gerüstet sind, desto sicherer stehen wir da, desto weniger kann uns einer angreifen. Schkopau, ein 300-Seelendorf in Mitteldeutschland, wird in wenigen Jahren zu einem neuen Produktionszentrum der Chemie ausgebaut. Entscheidend für die Standortwahl nahegelegene Kohlevorkommen und strategische Überlegungen der Militärs. Schon 1935 hatte Kriegsminister Blomberg den Bau einer Großanlage Buna 1 gefordert. Baubeginn mit dem Buna-Klo, man denkt praktisch. Doch der Hintergrund des Vorhabens ist ernst. Butadien-Natrium-Buna ist ein kriegswichtiger Ersatzstoff für den teuren Naturkautschuk, der importiert werden muss. Das Reich gewährt ein Darlehen in Höhe von 90 Millionen Reichsmark, garantiert die Abnahme und die Preise. Anlagen für die jährliche Produktion von 75.000 Tonnen Kautschuk werden gebaut. Dafür wendet die IG über 320 Millionen Reichsmark auf. Für dieses und andere Großprojekte sucht die IG verstärkt Mitarbeiter. Die Bezahlung ist gut. Und da waren mehrere tausend beschäftigt und wir waren eben einer von vielen und war froh überhaupt, dass man Arbeit hatte zu dieser Zeit. Ne? Es waren ja kurz vorher 6 Millionen, war der Höchststand von Arbeitslosen. Die Bezahlung war so, dass wir wöchentlich Geld bekamen und zwar 28 Mark die Woche. Und wer dann 32 hatte, hatte schon mehr. Und 38 war schon ganz viel. Also das Höchste, was ich mal verdient hatte, das war 42 Mark in der Woche. Bei der IG war es so üblich, dass man die Jungs zunächst in die Spüle genommen hat. Und ich wurde auch in der Berufsbezeichnung als Spüljunge angestellt oder eingestellt. Und bin dann von dort nach einigen Wochen, Monaten an einen Laborstand gekommen und wurde dann von ausgebildeten Facharbeitern oder Laboranten dann eingewiesen und habe da meine Labortätigkeit so richtig begonnen. Heinz Freihof bleibt, wie viele andere IG-Farbenmitarbeiter auch, sein ganzes Berufsleben lang dem Werk treu. In Wolfen, Bitterfeld, Schkopau und Leuna schlägt das Herz der mitteldeutschen Chemieindustrie. November 1938. Die antisemitische Hetze des NS-Regimes erreicht ihren vorläufigen Höhepunkt. Brennende Synagogen, die meisten Bürger schauen zu. Karl Bosch ist über den Rassismus der NSDAP zutiefst beunruhigt und versucht, Hitler im persönlichen Gespräch von weiteren antisemitischen Ausfällen abzuhalten. Doch Hitler wirft Bosch hinaus. Betroffen von der Hetze ist auch Nobelpreisträger Fritz Haber, der Erfinder des Gaskrieges.
Weil er Jude ist, wird er von den Nazis Ende 1933 zur Emigration gezwungen. Ich weiß, dass Bosch dann für seinen Freund Haber Briefe geschrieben hat, oder zumindest einen berühmten Brief geschrieben hat. Aber Bosch war damals schon zu elend dran. Es war ja auch schon in der Zeit, kurz bevor Haber gestorben ist. Bosch war damals schon sehr resigniert. Er hatte ja auch ganz am Anfang Hoffnung auf Hitler gesetzt, dass er vielleicht technologiefreundlich ist und Boschs Ideen versteht. Aber das ist ja total zusammengebrochen in den ersten Begegnungen. Und danach war er sehr verzweifelt, also er war hoffnungslos. Im April 1938 wird im Privathaus von Karl Bosch in Heidelberg die Entlassung aller nicht-arischen Mitarbeiter des Konzerns vom Vorstand beschlossen. Auch der AGWA-Chef Fritz Gajewski, hier bei einem Betriebsrundgang in Wolfen, ist bei der Sitzung anwesend. Sein Verhalten seinem jüdischen Amtsvorgänger Gerhard Ollendorf gegenüber ist zwiespältig. Als Ollendorf nach langem Zögern emigrieren will, lässt Gajewski ihn als Geheimnisträger verhaften. Im Frühjahr 1939 wird er aus der Gestapohaft in Halle wieder entlassen und kann auswandern, auf Fürsprache Gajewskis hin. Einfache Arbeiter und Angestellte dürfen auf solche Milde nicht hoffen. Sie werden in Säuberungsaktionen aus den IG-Betrieben gedrängt und den Deportationen anheimgegeben. Der Fluchtpunkt AGWA Ansco in den USA steht nur wenigen leitenden Angestellten und Ingenieuren offen. Im Reich bereitet man sich auf Krieg vor, Wehrsportübungen auch bei der IG. Die Produktpalette der IG-Werke wird um kriegswichtige Güter erweitert. Bei der AGWA werden Fliegerfilme und Fallschirmseide hergestellt. In diesen ganzen Produktionsbetrieben, das war ja dann auch noch die Kunstseide und Viskose, da waren vorwiegend Frauen beschäftigt. So, dass das wahrscheinlich gar nicht so sehr auffiel, dass eben immer mehr Männer verschwanden. Und in meinem kleinen Betrieb habe ich das sowieso nicht so gemerkt. Säuglingspflegekurse für deutsche Mütter in Wolfen. Der Konzern baut seine Sozialleistungen für die arischen Mitarbeiter weiter aus. Die meisten sind stolz und zufrieden, bei der IG Farben zu arbeiten. Im Jahr 1938 ist das von der Wehrmacht geforderte Synthese-Kautschukwerk in Schkobau fertig. Buna wird in einem Vier-Stufen-Verfahren hergestellt. Voraussetzung für den gesamten Prozess ist die Gewinnung von Acetylen. Dafür wiederum wird Karbid benötigt, das aus Braunkohle und Kalk in riesigen Öfen gewonnen wird. Eine Spitzentechnologie. Auf die Kosten kommt es nicht an. Für ihre Kriegspläne haben die Nazis auch die IG Farben komplett in ihre Autarkiepolitik eingespannt. Autoreifen, Dichtungen, Kautschukartikel aller Art werden aus der weißen Latexmasse namens Butadiennatrium erzeugt. Viele Mitarbeiter ahnen, wir produzieren für den kommenden Krieg. Ob das Leuna 1916 war oder Buna 1936, das waren ja alles mehr oder weniger Betriebe, die für Kriegszwecke gebaut wurden. Ammoniak in Leuna spielte eine große Rolle für Sprengstoffe. Synthetischer Kautschuk spielte eine große Rolle für die Autoindustrie, für die Flugzeugindustrie, sodass also dieser Strang also der Hauptstrang war. Seit Jahren fahren wir schon mit synthetischem Benzin, ohne dass es mancher Kraftfahrer wusste. Und heute ernten wir die Früchte einer weit vorausschauenden Wirtschaftsplanung, die uns unabhängig von den Rohstoffmonopolen des Auslandes macht. Indem sie im Vierjahresplan die aufbauende Chemie der Wirtschaft dienstbar machte.
Wir wussten, dass wir keinen Treibstoff haben. Also haben wir die Fabriken gebaut, die uns den Treibstoff geben werden. Wir wussten, dass wir keinen Kautschuk bekommen können. Also haben wir die Fabriken gebaut. Dort, wo sie einst glaubten, Monopole zu haben, hat deutsche Wissenschaft diese Monopole gebrochen. Und heute sind wir im Besitz jedenfalls all der Mittel, die wir brauchen, um den Gegner zu besiegen. Und wenn man bis jetzt schon viel getan hat, und wenn wir uns bis jetzt schon anstrengten, durch Neubau von Fabriken, durch Ausweitung und so weiter, das Möglichste zu tun, so darf ich euch auch wieder das eine versichern. Von jetzt ab wird das Äußerste getan, was überhaupt gibt. Mit dem Beschuss der Danziger Westerplatte beginnt Hitler seinen lange geplanten Krieg. Hitler und sein Innenminister, SS-Führer Heinrich Himmler, planen den Aufbau eines KZ-Systems im besetzten Polen. In Auschwitz soll ein neues IG Farbenwerk den Kriegsbedarf an künstlich erzeugtem Benzin und Kautschuk decken. Die Werke Leuna und Schkobau geben das Vorbild ab, doch in Auschwitz soll in noch viel größerem Maßstab produziert werden. In Rekordzeit muss das Werk fertiggestellt werden, doch im Krieg fehlen die Arbeitskräfte. Bestimmte das KZ Auschwitz die Standortwahl? Auschwitz wurde vorher geplant, seit Anfang 1941. Es stand übrigens auf einer Liste, schon lange vorher, schon Ende 1939 gibt es in den Leuna-Werken eine Liste, wo ein Werk Auschwitz geplant wird. Das war aber eine ganz technische Planung. Wo sollte man denn hin? Ein Werk, ein neues Werk musste weit nach dem Osten, um aus den Bombern, aus den Zugriffen der Luft, der Luftstreitkräfte herauszukommen. Und da muss man nur die Karte anschauen. Da gibt es nur ein Standortgebiet, das ist das Kohlen- und Erzgebiet Oberschlesien. Da stand nun auch noch der Name Dürrfeld auch schon drin in dem Dokument. Tatsächlich der spätere Chef von Buna Auschwitz. Entschieden wurde der Standpunkt tatsächlich erst im Laufe Anfang 1941. Und damals gab es dort überhaupt kein KZ. Es war ein Gefangenenlager mit 7000 vorwiegend polnischen Widerständlern und polnischen Militärs und kaum Juden. Und dann sollten diese aus Polen stammenden Gefangenen weg und die Juden von Auschwitz, die dort wohnten, sollten in das Lager rein. Also es ist eine völlig falsche These, die Standortwahl, die IG Farben getroffen hat, mit dem Vorhandensein eines KZs zu erklären. Das ist eine völlig verfehlte These. Ein Punkt, über den die Historiker bis heute streiten. Jedenfalls arbeiten nicht nur gewöhnliche Arbeiter und Zwangsarbeiter auf der Baustelle, sondern zunehmend auch KZ-Häftlinge. Bald stellen sie ein Viertel der Arbeitskräfte. Die IG schließt einen Vertrag mit der SS und lässt in der Nähe ihrer Baustelle das Lager Monowitz errichten. Dieses Außenlager von Auschwitz ist das erste von einem Privatunternehmen initiierte und bezahlte Lager, das für den Arbeitseinsatz von Häftlingen entstand. Fertig wird der Industriekomplex zu Kriegszeiten nicht mehr. Auf der Baustelle fotografiert IG-Ingenieur Faust mit Himmler und KZ-Kommandant Höss. So viel wir wissen können, sind ungefähr 25.000, 26.000 Menschen in Monowitz in den Jahren 1942 bis Ende 1944 gewesen. Aus ganz Europa werden Juden nach Auschwitz gebracht. Auf der Rampe des neu errichteten Vernichtungslagers Birkenau werden die Deportierten von SS-Ärzten auf ihre Arbeitsfähigkeit hin begutachtet. Jakob Silberstein, der schon im KZ Buchenwald gewesen war, und der damals erst 13-jährige David Salz werden bei der Selektion als arbeitsfähig eingestuft und auf die Baustelle der IG Farben abkommandiert. Das Werk war noch nicht in vollem Umfang, auch nicht das Lager. Zur Arbeit wurden wir erst einmal in ein Zementkommando gestupst, denn man hat Hallen aufgerichtet und den Zement dazu gebraucht und Maurer und all, mit all dem. Und wenn wir dann zurückkamen ins Lager, mussten wir noch diese Sockel für die Holzbaracken, für die Blöcke, mussten wir auch noch 4 Stunden nach der Arbeit verrichten.
Das heißt, wenn ein Arbeitstag dort von 8 Stunden war, kamen noch 4 Stunden zusätzlich hinzu. Das Zimmerkommando war ein schweres Kommando und man ist dort gefallen wie die Fliegen. Der entscheidende Befehl für den Einsatz von KZ-Häftlingen auf der Baustelle der IG wurde von Karl Krauch angeregt und von Hermann Göring, dem Beauftragten für den Vierjahresplan, am 18. Februar 1941 an SS-Chef Himmler erteilt. SS und IG betrieben bewusst eine Vernichtung durch Arbeit. Essen haben wir bekommen, ein Stückchen Brot, ein bisschen Bunnersuppe. Das war die Sache, was dort gegeben hat. Stöckrieben mit Wasser, das war die ganze Suppe. Wirklich gesagt, wir haben sehr wenig bekommen zu essen. Arbeiten, immer geschrien, Arbeit macht das Leben süß. In der letzten Hälfte des Jahres 1944 waren die Lebenserwartungen bei IG Monowitz so ungefähr 6 Wochen. In den Gruben noch kurzer, 2 bis 3 Wochen. Auch in den mitteldeutschen IG-Werken werden Zwangsarbeiter eingesetzt. Mit den Verhältnissen in Auschwitz sind die Schkopauer Arbeitsbedingungen nicht zu vergleichen. Es gab 6.000 im Jahr 1944. Das hatte sich also von 1939 an gesteigert. Und das war unterschiedlich. Es gab Arbeitskräfte, die geworben worden waren, damals in Italien, vor allen Dingen aus der Slowakei. Und die zweite Gruppe waren die Kriegsgefangenen. Da gab es also französische, polnische Kriegsgefangene. Es gab dann auch noch, das hat uns immer verwundert, es gab keine sowjetischen Arbeiter hier, sondern ukrainische. Es gab ein Ukrainerlager. Das war klar, die wurden sowohl in der Versorgung als auch in der Betreuung nun nicht wie Deutsche behandelt. Das ist eine ganz klare Sache. Harte Arbeit, unzureichende Ernährung und Bestrafungen fordern auch unter den Zwangsarbeitern in den mitteldeutschen Werken Tote. Die unmenschlichen Bedingungen auf der Baustelle in Auschwitz führen dazu, dass mehr und mehr freiwillige Arbeiter die Stadt verlassen. Die verbleibenden KZ-Häftlinge werden umso mehr gequält. Arbeit bis zum Tode. Es war alles darauf ausgerichtet, Erfolg zu haben, dieses Werk endlich in Betrieb zu nehmen, auch unter schwierigen Bedingungen. Die hatten eine Frontkämpfer-Mentalität. Fürs Vaterland, gegen die Feinde. Da hat dann natürlich auch eine Rolle gespielt, dass die Hemmschwelle, die Tötungshemmschwelle, deswegen runtergesetzt war, weil allgemein die Judenhetze, die antisemitische Tendenz so weit verbreitet und auch gewichtet war, dass man sagte, naja, Zigeuner und asoziale Verbrecher und Juden. Und da kommt dann der kritische Punkt, Ungeziefer. Es war keine Erfindung von IG Farben, das Vergasungsmittel Zyklon B dafür zu nehmen. Es war eine ganz auf der Straße liegende Trivialität, dass gegen Ungeziefer Zyklon B eingesetzt wird. Zyklon B war natürlich nicht ein Produkt, das diese Firmen der SS verkauft hatte, um Menschen zu töten. Es war in Auschwitz Anfang September 1941 schon vorhanden als Schädlingsbekämpfungsmittel. Als es einem Unteroffizier eingefallen ist, eine Probe zu machen, ob Menschen mit diesem Mittel, sagen wir, billig und effizient getötet werden konnten. Und das haben sie am 3. September 1941 festgestellt. Und nachher haben sie eine leicht erhöhten Quantität von Zyklon B von Degesch, und das heißt von IG Farben und Degussa, weiter bestellt. Zyklon B als Massenvernichtungsmittel für den industriell betriebenen Holocaust. Am 27. Januar 1945 wird das Vernichtungslager Auschwitz von sowjetischen Truppen befreit.
Armee rückt weiter Richtung Deutschland vor. Der Zweite Weltkrieg geht seinem Ende entgegen. In der Filmfabrik Wolfen macht sich Fatalismus breit. Gearbeitet wird nur noch das Nötigste. Wenn da mal eine Pause war, da sind wir rausgegangen und haben uns beim Bäcker angestellt. Und da flogen die Flugzeuge über uns weg und die Bomben fielen in der Filmfabrik. Aber das war ja weit weg. Und dann kam ich mit meinem Brot unterm Arm wieder. Und dann wurde es kritisch. Die Amerikaner kamen immer näher. Im April 1945 besetzen GIs Halle, Leipzig und das Chemiedreieck. Also wir haben eigentlich die Arbeit sofort wieder aufgenommen. Das heißt, die Produktion lief ja nicht, aber wir sind zur Arbeit gegangen. Also wir sind ganz normal an unseren Arbeitsplatz gegangen und haben gewartet, was nun passiert. Nürnberg 1947. Nach der politischen NS-Führung wird auch den Wirtschaftsführern von Nazi-Deutschland der Prozess gemacht. Das Verfahren gegen 23 Manager der Interessengemeinschaft Farbenindustrie AG wird als Fall 6 verhandelt. Karl Krall. Jawohl. Hermann Hermann Schmidt. Jawohl. George von Schneitzler. Jawohl. Fritz Gajewski. Gajewski. Walter Durfeld. Den IG-Managern wird vorgeworfen, erstens Planung, Vorbereitung und Durchführung von Angriffskriegen, zweitens Plünderung und Raub, drittens Versklavung, viertens Mitgliedschaft in der SS und fünftens Verschwörung zur Begehung von Verbrechen. Die Angeklagten weisen alle Schuld von sich. Ja. Have you read the indictment? Ja. Defendant Karl Krusch, how do you plead to this indictment? Guilty or not guilty? Nicht schuldig. You may be seated. Fritz Gajewski, einstmals der führende Mann der IG in Mitteldeutschland, kann auf sein Eintreten für jüdische Aqua-Mitarbeiter verweisen. Fritz Gajewski? How do you plead to this indictment? Guilty or not guilty? Auf keinen Fall schuldig. Unhaltbar ist der Vorwurf, das IG-Management hätte direkt an der Vorbereitung von Angriffskriegen mitgewirkt. Der Freispruch aller Angeklagten in diesem Punkt schränkt das mögliche Strafmaß ein. Der Prozess endet am 12. Mai 1948. 10 Angeklagte werden freigesprochen, 13 Beschuldigte erhalten Gefängnisstrafen zwischen 1,5 und 8 Jahren. Ende 1951 wird der letzte Verurteilte begnadigt. Um diese Zeit ist die mitteldeutsche Chemieindustrie wieder im Aufbruch.